Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. In dieser Woche habe ich frische grüne Bohnen vom Hof meiner Eltern bekommen und daraus wollen wir heute mal einen leckeren grünen Bohnensalat machen. Was es damit auf sich hat und wie ihr diesen ganz schnell und einfach zubereiten könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Und wir beginnen mal direkt mit unseren grünen Bohnen. Ich habe hier, wie gesagt, grüne Bohnen, die ich vom Hochbeet bekommen habe, aber ihr findet die natürlich auch im Supermarkt. Die haben im Juni, Juli, August Saison oder im Zweifel schaut ihr mal auf dem Wochenmarkt. Die Bohnen werden jetzt erstmal gut gewaschen und dann abgetrocknet, denn jetzt müssen wir die Enden der Bohnen entfernen. Achte auch darauf, ob du Bohnen gekauft hast, die einen Faden haben, dann musst du den entsprechend noch ziehen. Hier war das bei mir nicht der Fall. Ich musste halt entsprechend nur die Enden der Bohnen entfernen. Und wenn du feststellen solltest, dass deine Bohnen vielleicht doch ein bisschen größer sind, dann kannst du sie auch gerne noch halbieren oder in kleinere Stücke schneiden. Auch das ist bei mir hier nicht der Fall. Ich lasse sie gerne genauso groß, wie sie sind. Im nächsten Schritt werden unsere Bohnen nun blanchiert. Blanchieren bedeutet nichts anderes, als dass wir die Bohnen einfach einmal kurz aufkochen, ein bisschen kochen lassen und dann später in Eiswasser abschrecken. Dazu schnappst du dir einen großen Topf und füllst diesen mit Salzwasser. Außerdem habe ich noch einen wichtigen Tipp für dich, denn damit die Bohnen beim Kochen ihre Farbe nicht verlieren und so grau und ausgelaugt werden, gebe ich immer gerne noch einen Teelöffel Backpulver oder Natron mit zum Kochwasser. Das sorgt dafür, dass die Bohnen ihre schöne grüne Farbe behalten. Sobald das Wasser mit dem Salz und dem Natron dann kocht, gibst du deine Bohnen dazu und lässt alles für ungefähr 8 Minuten kochen. Schau immer nach den Bohnen, denn sie sollen auf keinen Fall zu weich werden, sondern dürfen gerne noch ein bisschen Biss haben. Das macht den Salat so richtig erfrischend. Und in der Zwischenzeit, während deine Bohnen kochen, da können wir uns um das Dressing für unseren Bohnensalat kümmern. Dazu nehme ich mir eine rote Zwiebel und schneide diese in feine Würfel. Du kannst sie aber auch gerne in Scheiben oder in Ringe schneiden, das ist auch gar kein Problem. Außerdem habe ich hier noch ein bis zwei Zweige Bohnenkraut. Frisches Bohnenkraut passt hervorragend zu Bohnensalat oder auch zu anderen Gerichten mit Bohnen. Schaut auf jeden Fall, dass ihr das beim Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt bekommt, denn das macht euren Salat richtig lecker. Die gehackten Zwiebeln und das gehackte Bohnenkraut gebe ich jetzt in eine Schüssel und gebe dazu 3 Teelöffel Zucker und 2 Esslöffel Essig. Außerdem würze ich schon mal mit einer guten Prise Salz und einer guten Prise Pfeffer. Jetzt kannst du dein Dressing einmal schon mal gut verrühren und dann geben wir unter ständigem Rühren um die 3 Esslöffel Olivenöl mit dazu. Und in dem Moment merkst du auch schon, dass dein Dressing so ein bisschen abbindet und ein bisschen dicklicher und cremiger wird, genauso wie wir es auch haben wollen. Wenn dein Dressing fertig ist, dann stellst du es einfach zur Seite und mittlerweile sollten deine Bohnen auch so ungefähr 8 Minuten gekocht haben. Also lass uns mal einen Blick darauf werfen. Meine Bohnen sind jetzt perfekt auf dem Punkt und jetzt schrecke ich sie noch in Eiswasser ab. Dazu nehme ich mir einfach eine Schüssel mit ein paar Eiswürfeln und Wasser darin und lasse die Bohnen für, ich sag mal so, 1 bis 2 Minuten in dem kalten Wasser abkühlen. Das sorgt auch dafür, dass sie ihre schöne grüne Farbe behalten. Und das ist auch schon fast alles. Du musst jetzt deine abgeschreckten Bohnen einfach nur noch mit dem Dressing vermengen. Außerdem kannst du nochmal abschmecken mit ein bisschen Salz und Pfeffer, je nachdem, wie es dir schmeckt. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für alle, die das Optimale aus ihrem Bohnensalat herausholen wollen. Lass den am besten noch über Nacht im Kühlschrank ziehen. Dann können alle Aromen gut durchziehen und euer Salat wird so richtig, richtig lecker. Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal von Tasty Bits hier auf YouTube gleich abonniert und diesem Video einen schnellen Daumen nach oben gebt. Dann verpasst ihr natürlich in Zukunft auch kein neues Video mehr von mir. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere leckere Rezepte für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bohnensalat selber machen und sage Tschüss, bis bald im nächsten Video.